Heute machen wir ein kleines Experiment. Wir stellen Schleim her. Wie das geht, schaut euch dieses Video an. Hallo, herzlich willkommen bei Verkunstelt. Wir wollen heute Schleim herstellen und ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Ihr erinnert euch bestimmt auch noch an die Kindheit, wo das erste Mal dieses komische, klebrige, zähe Zeug auf den Markt gekommen ist. Also ich kenn's noch. Ja, ich möchte es heute selber mit euch zusammen herstellen. Die Zutaten habe ich hier stehen, die werden wir euch auf jeden Fall in die Box reinstellen, damit ihr es nachmachen könnt. Legen wir los! Ich bin gespannt, ob es klappt. Gemacht habe ich es bisher auch noch nicht. Ich habe mir ein Rezept herausgesucht, wo wir ja ganz wenige Utensilien nur brauchen. Wir brauchen einmal Bastelkleber. Ich habe jetzt zweierlei hier. Ich habe einmal hier den durchsichtigen und ich habe hier einmal den undurchsichtigen. Ich fange mal mit dem durchsichtigen an und schau mal, was daraus wird. Den anderen werden wir nachher auf jeden Fall aber auch noch ausprobieren. Ja, davon nehmen wir uns jetzt mal 100 Gramm. Die Waage habe ich schon hier stehen. Einen Becher habe ich mir bereitgestellt. Dann tun wir das hier mal drauf. Zack, einmal Tara, damit wir da... Das war schon zu viel. So was Dummes. Das war mit dem Becher da zurückschütten. Ja, das stimmt. Mit dem Becher kommt was zurück. Guck mal. Zack. Gucken wir mal, wo wir da jetzt sind. Noch ein bisschen. Also 100 Gramm brauchen wir von dem Bastelkleber. Ich matsche jetzt hier gerade sehr schön. Ah, perfekt. Genau 100 Gramm. Und den geben wir hier einmal in die Schüssel rein. Liebe es zu matschen. So. Zu dem Bastelkleber brauchen wir jetzt noch Natron. Das bekommt ihr ja ganz einfach im Supermarkt. Und zwar brauchen wir von dem Natron einen Esslöffel voll. Ich denke, das sollte so, ne? Das sollte es so tun. Ja. Gut. Das tun wir jetzt hier rein. Und dann rühren wir das Ganze einmal zusammen. Gab es eigentlich bei euch Slime? Hattest du auch schon Slime? Ja, den grünen, den kenne ich auch noch. Den gab es irgendwann mal bei uns auf der ersten Party, die ich als Teenager erleben durfte. Da haben wir Blinde Kuh mit Slime gespielt. Auch besonders Highlight. Dann gab es diesen Lila mit den Würmern drin. Ja, die kenne ich nicht. Also ich kenne tatsächlich nur den grünen Slime. So, schaut mal. So sieht das dann aus. Also es kommt dem schon sehr nah. Aber das reicht uns jetzt natürlich nicht. Wir wollen Farbe. Dazu habe ich hier jetzt Lebensmittelfarbe. Ja, was wollen wir denn machen? Was nehmen wir denn da? Was halten wir denn von Erdbeer? Wir nehmen Erdbeer. 5 Tropfen. Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich möchte Glitzer. Ich möchte doch einfach mal mein Mädchen sein. Alicien ausleben. Mein Mann kriegt gerade Krise. Das ist mir aber egal. So. Nehmen wir natürlich auch passend rosa. So. Gucken wir, ob das reicht. Ich weiß es nicht. Jetzt mal so ein bisschen auf Gusto. Das rühren wir jetzt so ein bisschen zusammen. Ihr seht schon, die Konsistenz ist zäher als eben mit durch das Natron. Ist schön erdbeerig.
Oder? Könnte noch mehr. Das reicht jetzt aber natürlich noch nicht, weil ihr seht, das ist viel zu ja, flüssig. Wir müssen jetzt schauen, dass wir das Ganze natürlich jetzt so als zähflüssigen Schleim hinbekommen. Und dazu brauchen wir jetzt noch einmal hier für Kontaktlinsen, so eine Kombilösung ist das hier für weiche Kontaktlinsen. Also es ist jetzt hier einfach so eine Geschichte. Wie viel? Das müssen wir jetzt mal ein bisschen abschätzen. Dazu gab es jetzt keine Mengenangabe. Ich gebe jetzt hier einfach mal so ein paar Tropfen rein und rühre. Bis es nicht mehr klebrig ist. Bis es nicht mehr klebrig ist, genau. Ja. Ah, es wird schon zäh, aber ich glaube, ne? Das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich glaube, da muss noch was, ne? Es flobbert noch nicht so runter. Es flobbert noch nicht so runter. Ja, das tun wir jetzt mal weg, da flobbert mir nämlich hier gleich sonst rein. Ah, schau mal. Ja, ja, also ich würde sagen, guckt mal. Ja, ja. Aber ich glaube, das muss noch ein bisschen mehr. Ne? Mhm. Weil, also was ich so gesehen habe, es darf nicht mehr unten anpappen. Ne? Mhm. Der Albtraum einer jeden Mutter, jeden Vater. Hm. Ich schieße mal doch noch mal ein bisschen richtig was rein. Also vom Rühren wird das jetzt schon echt sportlich. Na, was meinst du? Muss noch was rein? Was meinst du? Ja. Ja, ne? Mhm. Jesus. Wie kocht man denn von dem Zeug? Mhm. Ja, das klebt ja noch. Aber ich glaube, ne? Du bist auf den Zwiebeln, aber da muss schon was. Ja. Ja, das ist es. Genau, so, so ist es richtig. So, schaut mal. Jetzt seht ihr schon hier, es pappt unheimlich. Aber man kann es so... Ich glaube, so ist richtig jetzt. Eine Handvoll Tropfen, nicht viel. So? So? Ja. Ja, nicht zu viel, weil sonst hast du nachher eine Masse, mit der du dann gar nichts mehr machen kannst. Die Kindheitserinnerung werden wir. Ja. Das ist richtig jetzt Beispiel. Ja, das ist jetzt genau das Gefühl, was damals schon. Boah. Um auf den mit den Würmern zurückzukommen. Boah. Ja. So, nach Umrühren einiger Minuten, denke ich, habe ich jetzt die richtige Konsistenz hinbekommen. Ihr seht es schon. Also, es ist tatsächlich schleimig. Man kann es anfassen, ohne dass es an den Händen kleben bleibt. Genaue Mengenangabe, wie viel ich jetzt hier von dieser Augen-Kontaktlinsen-Lösung gebraucht habe, kann ich jetzt euch eigentlich gar nicht so nehmen. Also ihr müsst das schon ein bisschen ausprobieren, wie viel ihr davon nehmt. Also es sollte so sein, dass ihr das so wie ich jetzt hier aus der Schüssel
rausnehmen könnt, ohne dass ihr hier großartig jetzt hier Klebungen an den Händen und auch an der Schüssel habt. Also ein bisschen bleibt noch, kann man jetzt nicht drüber streiten, aber ich glaube, so ist es schon ziemlich cool. Für die Aufbewahrung wird empfohlen, eine Schüssel zu nehmen. Da tue ich das jetzt auch rein. Tap, tap. Und einmal Deckel drauf. Damit bleibt es auch schön feucht und kann immer wieder rausgeholt werden. Ja, das war Streich Nummer 1. Wir machen jetzt noch einmal den Slime fertig, und zwar mit dem weißen Bastelkleber. Ich hatte mir ja eigentlich versprochen, dass mit dem durchsichtigen Bastelkleber auch so ein bisschen hier durchsichtig der Schleim bleibt. Ist es jetzt anscheinend nicht, aber gucken wir trotzdem mal, was passiert, wenn wir den undurchsichtigen, also hier diesen weißen Bastelkleber nehmen. Auch hier nehmen wir uns wieder die 100 Gramm. Perfekt. Packen das Ganze wieder in eine Schüssel. Wieder ein Esslöffel Natron. Mein Mann hat sich grünen Schleim gewünscht und sein Wunsch ist mir Befehl. Aber ich tue jetzt mal hier so ein bisschen mehr rein und ein bisschen Glitter. Passend ausgesucht. Auch mal ein bisschen mehr rein. So. Und rühren. Von dem Glitter sieht man ja irgendwie nicht so viel. Ich glaube, da tue ich noch was rein. Jetzt geht der Spaß wieder los mit der Kombilösung hier. Wie Sie sehen, es klebt. Ich glaube, da muss man ein bisschen was. Das ist noch nicht so, wie ich das gerne hätte. So ist sehr schön. Guck doch mal. So ist schön. So ist doch soft. Jeder kriegt seinen Schleim so, wie er ihn verdient. Ah! Wie geil ist das Zeug, ey. Soll ja auch schleimig sein. Ja, also ich glaube, das ist mega. Fazit des Ganzen. Ja, hier bei dem durchsichtigen Bastelkleber kann ich sagen, da sieht man auf jeden Fall den Glitter. Allerdings habe ich nicht genug reingetan. Da sollte man schon so ein bisschen mehr Glitter hineintun in den, Bastelkleber. Ein bisschen sieht man aber halt nicht. Ja, es reicht mir jetzt nicht. Bei dem weißen Bastelkleber sieht man den Glitter gar nicht, also auch, dass ich da mehr reingetan habe. Ja, kann man sich also, wenn man weißen Bastelkleber zu Hause hat, meiner Meinung nach dann schenken. Es sei denn, ihr habt da noch eine andere Idee. Dann schreibt das doch mal in die Kommentare, da wäre ich echt gespannt, was euch da so noch zu einfällt. Ansonsten Konsistenz für beide gleich, also beide hier, ihr seht es schon, kann man reinpieksen. Passiert nichts. Mein Mann entwickelt gerade Kindergefühle, wie man sieht. Er fängt an, lass das. Mein Mann spielt gerade mit dem Slime. Ja, sehr schön. Also ich finde es eine total coole Sache. Könnt ihr auf jeden Fall auch mit euren Kindern zusammen machen, weil ihr seht, wir haben auch hier kindertauglichen Bastelkleber verwendet. Ja, und ich denke mal, wenn ihr mit dabei seid, wenn da die Kinder das fertig machen, ist das alles gar kein Problem. Ich werde das jetzt mal zu unseren Nachbarn rüberbringen. Die werden das mit Sicherheit gerne ihren Enkelkindern vermachen wollen, weil wenn ich es hier lasse, wird mein Mann auf ganz komische Ideen kommen und das fände ich, glaube ich,
Nicht gut, wenn du es wagst, mich mit dem Schleim zu bewerfen. Ich habe noch eine Packung hier stehen. Ja, bevor das jetzt hier ausartet, gebt mir einen Daumen rauf. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, damit ihr nichts weiter verpasst, wenn wir hier neue Videos hochladen. Ja, und für weitere coole Bastelaktivitäten schaut hier mal in das Video rein. Ich muss mich jetzt hier verabschieden. Ich habe eine Schlacht zu gewinnen. Tschüss zusammen. Coole Sache, das. Ja, der ist irgendwie besser. Aber der klebt, ne? Ich habe da jetzt so viel reingetan, ne?